Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei Was gibt es Neues? Heute mit Lukas Resetaritz, Ulrike Beinbold, Gerold Rudle, Alex Christan und Günther Leiner. Das Schöne ist, wenn man nur ab und zu bei uns vorbeikommt, bekommt man immer eine extra Begrüßung. Und ich muss sagen, Alex Christan ist ein paar Jahre schon wieder nicht bei uns gewesen. Viel zu lange. Wahnsinn, viel zu lange. Viel zu lange. Ja, viel zu lange. Viel zu lange. Viel zu lange. Viel zu lange. Warst du schon mal da, oder? Ja, ja, ja. Wieso sagst du nichts? Herzlich willkommen, Alex Christan. Die meisten kennen dich ja, du bist ja hauptsächlich Kabarettist, aber natürlich sehr, sehr populär auch als Parodist. Ich glaube, du hast letztens auf YouTube eine Hans-Krankel-Parodie online gestellt. Unfassbar viele Zugriffe. Er ist einer von dieser jungen YouTube-Generation. Und wenn ich schon Hans-Krankel hier sitzen habe, wir sind ja hier kurz vor dem Match und es geht gleich los. Und ist die Viererkette, die wir heute aufgestellt haben, ist das die richtige Aufstellung für diese Sendung, Herr Krankel? Das weiß ich nicht, aber was ich sehen kann, das ist klar, es spielt links der Leiner, rechts Resetaritz aus dem Beinpult in der Mitte, ein Rudler in Libero. Im Angriff haben wir einen Bayer, was soll ich sagen? Wahnsinn! Das ist nicht. Aber hast du es gesehen? Und jetzt bitte die Zeitlupe. Ja, wirklich. Ich Krankel kann ein super Parodien, aber fangen kann ich. Der Krankel war kein Gullmann, muss man sagen. Das ist richtig. Du hast deshalb ein Auto bekommen, weil das Motto, der heute, also das Sendungsthema, ist der autofreie Tag, Weltautofreier Tag. Der ist heute, am 22. September. So, also, autofreier Tag. Man könnte stattdessen mal eine Runde um den Häuserblock joggen. Und das führt mich zur Frage, was ist deine Joggingkugel? Oder wer ist deine Joggingkugel? Jogging was? Deine Joggingkugel. Joggingkugel. Das ist der Leiner, ja, wo er einmal rennt. Danke. Was gibt's gerade noch? Der Leiner rennt. Du musst echt einmal sagen, Günther, du musst es wirklich einmal sagen, wenn du das einmal wirklich auf die Nerven geht. Nein, geht, ich wollte das da im Sommer wirklich annehmen, ja. Aber ich habe komplett drauf vergessen. Joggingkugel ist Roll out the liner. Ja, genau. Ja, außerdem, Oliver, man muss mehr aus sich machen, oder? Wie? Man muss mehr aus sich machen. Ja. Nein, nicht noch mehr. Nicht noch mehr. Ja, aber so habe ich das noch nie gesehen. Eigentlich. Ich kann nie genug es von dir haben. Ja, ja. Ja. Du wolltest noch eine Frage stellen, Uli? Na, ich wollte was zur Auflösung fragen, beitragen. Du wolltest zur Auflösung fragen? Fragend beitragen. Das System funktioniert anders. Okay, es gibt doch diese Smoothies, kennen Sie die? Die sind so... Smoothies? Smoothies? Na, heißen Smoothies? Die nicht so Smoothies? Ja. Das Smoothies! Zum Trinken, meinst du die Getränke? Nein, Smoothies, das sind so grüne Ringe, die, wenn man so geht, so, schreibt man sie so. Was? Ja, 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 das ist schon mal gesehen. Kommen wir mal im Wald immer entgegen. Ja, ja, wirklich. Das sind die Jäger, man. Langsam, das sind die anderen. Ja, ja. Das sind auch so grün. Ja. Smoothie. Was sich bewegt. Smoothie. Ja. Nein. Ich kenne mich nicht aus. Ich kenne... Die Nordic Walker kenne ich. Ja, Papa gar kein Schnee nicht ist, warum die Leute mit den Stecken gehen. Und dann gibt es so Ringe, gell, Alex? Ja, genau. Und das sind drinnen, glaube ich, so Kugeln, die dann auch noch die Gewichte verändern. Und jetzt gehen die Leute seit Neuestem mit diesen Smoothies. Smoothies. Wie Pensionisten gehen, ich schäbert die Smoothie und auch die Gelenke. Genau. Der Uli und zum Lukas. Na, aber die Kugel Moment. Ist dann... Achso, ja, genau. Und jetzt haben sie halt eine Joggingkugel erfunden. Dass man irgendwie die das beim Laufen noch sich das Gewicht irgendwie anders verteilt. Ja, nein, unfassbar. Es gibt nicht mehr nur das Joggingband, das Laufband, sondern für die, denen schon zu fad ist, die kriegen überhaupt eine Kugel und müssen auch noch das Gleichgewicht rennen, noch rennen wie die Feueroffen und auch noch rechts, links, muss total ausbalancieren, damit sie nicht von der Kugel überhaupt. Ja, das frage ich mich auch. Aber es gibt sie. Ja, das ist, ich kenne diese, also im Fitnesscenter siehst du so Leute, die so auf einem Board stehen, ich weiß nicht, wie es heißt genau, wo sie da schon, aber da kennen sie halt Rennen dabei. Genau. Die stehen auf dem Board. Du meinst aber, sie haben das neu erfunden? Ja, mit einer Kugel. Ja, aber okay, die Lösung. Dann Laufband praktisch. Laufband rennst du gerade aus und bei einer Kugel rennst du immer rundum.
Das ist ja die Joggingkugel. Das kann er. Das ist natürlich. Ja. Das Bild, du hast das Kind auch auf die Maus auf dem Mars gesehen. Ja, genau. Das war genau die Assoziation. Der Leiner hat beim Laufen immer das Band um, das Laufband. Also wenn er weniger. Nein, ich über die Joggingkugel mit. Nein, ich weiß die Lösung. Hast du gesehen? Wir haben kleine Autos gekriegt. Die haben große gekriegt. Ja, die war ganz. Ich habe ein kleines und ein großes. Uns interessiert die Frage nicht. Wir wollen auch andere. Ja, das ist mit dir. Ich glaube, das ist mit dir. War schon was Richtiges dabei. Vielleicht ist es ein anderer Name für das Kniegelenk. Die Jogging-Kugel? Ja, nämlich die, die zu viel gejoggt haben und dann nicht einen Tennisarm kriegen, sondern so ein Knie, dann sagt der Arzt, es tut mir leid, sie haben eine Jogging-Kugel. Ja. Das ist aber sehr gut. Ja. Mir gefällt schon. Ja, ich hab's gemerkt. Das erste Mal von der Uli, dass ich da Mikro gebe. Das gefällt mir extrem. Nein, nur ein Premier. Diese Kugel gibt es tatsächlich, die Joggingkugel, nur sie ist nicht für Menschen. Für Hunde? Nein, noch für Affen, Kühe? Nein. Für Vögel? Nein, für Hamster. Ach, Hamster. Das ist nicht das Hamsterrad. Nein. Moment, nein. Ah, da liegt der Hamster drin, ich kenne ihn, ich habe das schon gesehen. Ja, warum sagst du das nicht? Ich war bei Menschen zu Besuch und ich glaube, ich habe Atelierium Tremens oder was. Da ist so ein Plastikball, der hat wie wild durch die Wohnung gefällt. Sag ich, bitte, was ist das? Ja. Schwerkraft aufgehoben oder was? Ja, das ist unser Hamster, der trainiert jetzt einmal. Der rennt in den Ball, den tut man in die Wutleine und der rennt durch. Aber das sagt vollkommen richtig, das ist die Joggingkugel. Bitte, das schafft ihr. Und du hast es vollkommen richtig auch erklärt. Also, damit der Hamster einen Auslauf hat. Weil im Hamsterrad ist er ja doch immer an derselben Stelle. Und so kann er durch die ganze Wohnung fetzen. Und dann grünen Ball dann Auslauf im Grünen auch. Ja. Aber das machen auch nur Stunt-Hamster. Nicht? Also die Extremhamster machen das. Ja, muss man wirklich dazu sagen, Tierschützer haben mit diesen Kugeln überhaupt keine Freunde. Bitte Hamster ins Hamsterrad. So. Michaela Kugelbauer aus Wien. Kugelbauer. Aus Wien. 300 Euro Kugelbauer. Normal muss der Hörmann Hamster erschießen. Das Hamsterrad von Firma Kugelbauer. Was, der Hörmann Hamster? Ja. Hast du das gehört? Ja, ich hab's gehört. Ich hab's nicht, ob ich dem Gerold sage. Ach so, naja. Ich hab mir ein Mikro, was? Das ist ein Problem. Ach so, Alex, das ist eine, sag's mir. Okay. Sag's mir. Weißt du, ich kann das dann noch belohnen. Jawohl. Aber jetzt habe ich ja schon so. Aber er fängt es ja nicht. So, weltautofreier Tag, deshalb haben wir diese schönen Goodies. Aus diesem Grunde werfen wir nun einen Blick nach Moskau. Achtung, Moskau. Dort gibt es etliche Pkw- und Lkw-Besitzer, die ihre Autos nicht mehr waschen. Und ich möchte von euch wissen, warum. Damit wir das Nummerntafel nicht mehr lesen haben. Damit sie nicht auseinanderfallen, weil der Dreck hält sich zusammen. Ja, auch. Die haben so schlechte Waschstraßen dort, die sind zum Teil mit Stacheldraht und so, weil einer dieses Wuschelplastik ausgegangen ist. Ja. Und jetzt ist das Auto komplett zusammengekehrt. Wenn du die Waschstraße kommt es sprühen zu funken. Aha. Und dann auf der anderen Seite kommt die Fenster blind alle und dann da lasse ich lieber dreckig werden, sagt der Russe. Ja, oder zum Beispiel, sie haben so wie ich einen Smart, mit dem brauchst du in die Waschstraßen nicht reinfahren, weil die Bürsten nicht bis hinkommen, verstehst du? Das ist bei Auto, ich lasse es oft waschen, aber es schaut dreckig aus. Das ist ein Smart in der Waschanlage, es wäre ein Zahnloser beim Putzen. Ne? Ja. Vielleicht na ja, müssen sie Wasser sparen. Es ist ja schon ein Auto da. Ja, ist ein Einzähniger. Ich wehr mich ja jedes Mal gegen diese Autobahnvignette, weil man das ja auf dem Big dabei vor, da sieht nichts mehr. Schau, aber es gibt noch kleinere Autos als deinen Smart. Ja, aber da sitzt wie in einer Joggingkugel. Und noch ein Pickel siehst du auch nichts mehr. Ja, genau. Vielleicht kriegen die Geld, wenn sie Wasser sparen. Genau, der geht hin zu der Behörde und sagt, ich wasche mein Auto nicht und dafür kriege ich jetzt Geld. Genau, das heißt, er kann ja durch den Schmutz nachweisen, genau, so wie Jahresringe bei den Bäumen, kann der durch die Schmutzschicht nachweisen, wie viele Monate, Jahre er das Auto nicht gewaschen hat, ergo so viel Wasser gespart hat und bekommt dann so quasi in Rubel ausbezahlt. Genau, und da kann man ganz tief reinschauen, archäologisch sozusagen, wo der dann Nachbar, der Beamte, und sagt, da schau, Tschernobyl, da ist noch sehr stark radioaktiv. Nein.
Geht leider, es war komplett falsch, Uli. Aber da war es das auch, Oliver. Ich habe nämlich, ich glaube, ich weiß das wirklich, ich habe das nämlich auch gesehen, also eine Art Kunstprojekt ist das. Und zwar, da gibt es Künstler, die malen in dreckige Scheiben von Autos. Lass ihn mal ausreden. Ich habe das einmal gesehen, ja, weil ich Trottel schreibe mir eine Wasch mit der Sonne. Aber es gibt ja Leute, die können wirklich gut malen. Ne? Ja. Und da muss man aber warten, bis das Auto richtig dreckig ist, damit der dann da drinnen, und das schaut richtig cool aus. Da kann man dann so Bilder rein. Und dazu muss das Auto saudreckig sein. Auflösendes Gesicht. Es stimmt. Ich habe es nämlich auch gesehen. Du hast das auch, wir haben es gemeint. Ich habe gesagt, jetzt gerade. Ich glaube, das stimmt. Es stimmt. Da kann man so reinmalen. Urleiber. Bravo, Alex. Bravo. Ist das so? Nein, das schau mal, das ist das gut. Hast du schon mal was von Nikita Golubev gehört? Na klar, von der Fünferstimmung. Weil das ist der. Sicher. Nikita Golubev, a.k.a. Pro Boy Nick. Und er ist ein Künstler, der tatsächlich also in Moskau lebt. Und wenn du dein wirklich schmutziges Auto packst und hast etwas Glück und du kommst zum gepackten Auto zurück, hat Nikita Golubev dein Auto mit einem Kunstwerk verschönert. Und das sieht dann tatsächlich, wie der Alex schon richtig gesagt hat, das sieht dann wirklich imposant aus. Ja. Aber es hat es in Wien auch gegeben, früher. Das liegt offen. Da haben Leute auf Autos Auto drauf geschrieben. Aber ja, aber was ist vorher gestanden? Schauen wir mal an, was der sonst noch aus diesen Drecksautos macht. Wir haben dann noch zwei Beispiele. Oh, schön. Das ist wirklich imposant. Also der macht, was den Smart macht, der Mercedes. Ja. Da kostet ein 72er Lader 1 Million Euro erfahren. Ja. Pro Boy Nick. Wunderbar, also eindeutig richtig gelöst. Ja, danke, Alex Christa. Und du hast ja mit jemandem eine sehr, sehr große Freude gemacht mit der Auflösung dieser Frage, nämlich derjenige, der sie uns geschickt hat. Der hat heute nämlich am 22. September Geburtstag. Alles Gute. Philipp Fassmann aus Wien, 300 Euro Büchergutschein. Danke. Meine Damen und Herren, dann bitten wir Sie ein weiteres Mal, uns auch Fragen zu schicken. Dinge der Woche. Die Adressen sind an dieser Stelle wie immer eingeblendet. Wir freuen uns über die Zuschriften. Und vielleicht wollen Sie meinem Rateteam die Frage einmal persönlich stellen. Bitte gerne. Wir machen uns mit der Kamera auf den Weg. Und diese Woche hat es uns wieder einmal in die Nähe von Salzburg verschlagen. Schönen guten Abend. Ich bin Fricke Obermeier aus Niederalm, einem schönen Vorort von Salzburg. Wer oder was ist ein Beinstecher? Ein Beinstecher. Eine Wespe. Ja. Wespen? Ja. Was ist, wenn es die jetzt... Ich zum Beispiel heuer im Sommer über Baden, habe mir eine Wespe unten, wirklich unten am Fuß gestochen. Ja. Und da war nichts geschwollen, aber da war eine Schwellung da. Und war gar nichts. War Beinstecher. Nein, kommt das vom Fußball, Beinstecher. Da musst du Hans Krankl fragen. Ja, Hans Krankl? Selbstverständlich nicht. Nicht. Also, ja, da frage ich mich. Selbstverständlich nicht. Ja, aber. Dann möchte ich aber im Prohaska auch noch fragen. Grundsätzlich ist ein Beinstecher nicht in Fußball zu Hause, aber gut, also ich würde sagen, gute Nacht, denn ein Beinstecher, das ist in einschlägigen Internetplattformen zum Finden. Danke. Jetzt, wo es spannend wird, hört er auf. Jetzt habe ich schon Pep. Ja, ja, man, Pornoseiten, Beinstecher. Beinstecher, wenn einer einen Knochenmark braucht, zum Beispiel, wenn er so eine Speise macht, so ein Markbrot, dann sticht er in das Bein und die Menschen zupft ein bisschen Mark raus, macht das Loch wieder zu mit dem Dreck, mit dem der Künstler in Moskau die Autos. Und sie verkaufen es als Fleischmutz. Ja, vielleicht ist das bei einer Stötzen, dass du bei der Stötzen einstichst und schaust, ob es schon durch ist. Ja. Das ist. Oder es ist eine hierarchische Position in mafiösen Strukturen. Weißt du, was ich meine? Ja. Naja, du wie musst jetzt? Ja bei der Mafia auch aufhören. Genau. Ja, du kannst nicht sagen, okay, ich bin ein Anstecher. Der sagt, na, Moment einmal. Und der Pate sagt, langsam, mein Freund.
Du fängst einmal als Beinstecher. Dann kommt von unten auf. Genau, dann kommt der Filetstecher. Ja. Dann kannst du mal einen Hohlstecher. Dann kannst du mal einen Hohlstecher. Und dann machst du einen Hohlstecher. Ja, dann machst du einen Hohlstecher. Sehr gut. Ja, wunderbar. Das ist. Und das ist nicht. Na, alles, aber gut. Aber was ist die oberste Position? Abstecher? Oder Betonpatschalmacher? Oder? Ja, ich habe schon manchmal, ohne dass ich zuerst der Beinstecher war, einen Abstecher gemacht. Den Spruch gibt es im Beinstecher. Ja, genau. Bitte jetzt rechts abbiegen. Ja, genau. Ich meine, wir haben schon lange nicht mehr gehabt, ich weiß, wir dürfen. Ein Fisch. Ja, haben wir letzte Woche erst gehabt. Hast du nicht geschaut? Da. Ja, und? Aber kannst du es ja anschauen im Fernsehen? Nein, ich schaue doch nicht, was ihr für Fragen habt, sonst weiß ich es ja das nächste Mal. Wir stehen ja nicht. Uli, glaub, schön, das ist nach 13 Jahren, glaubt Uli, dass wir jede Woche, wenn andere Leute da sitzen, die gleichen Fragen stellen. Also, da fische ich nicht, damit ich die Antwort nicht habe. Also gut, es ist kein Fisch. Aber ist es ein Gartengerät? Das ist ein kleiner. Das ist aber gut, das kann aber sein. Ein Rechen, den du vergessen hast. Nein, ich meine das anders, dass es ein kleines Bein hat und dadurch sticht es leichter. Oder der du was ist klein? Schau, es ist ein Gartengerät mit einer Schaufel. Was kann ein Spaten? Ja, ein Spaten, der ein kleines Beinchen rausstehen hat. Und das sticht nochmal Löcher für den Salbei. Also vorne tust du Schaufeln und hinten ist ein Stecherl. Ja. Das sticht aber du musst in den nicht Riss immer vom das erklären, Buch. Was ich gerade erklärt habe. Ich muss ja nicht selber nein, das erklären. Nein, dir musst du erklären. Ja. Okay, gut. Du musst ja, ist das, aber das, also ja, das ist ein bisschen absurd, weil du musst jedes Mal ein Loch schaufeln, wenn du dann Salbe einsetzen willst. Aber ist ja wurscht. Ja, aber ist ja wurscht. Ist halt so. Dann hast du ein Loch auch gleich. Kannst du gerne Kohl machen für einen Hamster. Vorne ist kann er mit der Joggingkugel ins Loch gibt es einen Kirschbaum und hinten den Salbe. Der hat gern einen Kirschbaum und dann genau. Der ist gern bei der Kirschen, der Salbe. Die sind gern zusammen. Das ist ein Nashorn. Das ist ein Wein. Ein Nashorn, was du Beinstecher stichst. Ein Nashorn. Was hat denn ein Nashorn? Ein Nashornvogel. Das ist der Beinstecher. Mhm. Wenn du zufällig vorbeigehst und du hast die Kresse jetzt, dass der genau in dein Bein einstechen kann, sticht er deine. Nennt ihn der Indianer-Beinstecher. Ja. Und in Salzburg sind sehr viele Nashörner. Nashörner sind ja in Amerika, also das ist ja. Gibt's also in der Prärie, Hilfe. Es gibt indianische Völker, die kennen wir gar nicht. Eben, ja. In Salzburg werden oft die Touristen von Beinstechern angegriffen. Angefallen, Heimtücke. Die heißen dort Gürzungs Kur. Gut, ja. Das hätten wir geklärt. Dann machen wir Folgendes. Bitten wir doch die Frigga Obermeier aus Niederalm. Die verrät uns jetzt, was ein Beinstecher ist. Als Beinstecher bezeichnete man früher im 17. und 18. Jahrhundert Handwerker, die Elfenbein bearbeiteten und daraus besonders die teilreiche Kunstschätze schnitzten. Ja, okay. Das waren die Beinstecher. Nein, Beinstecher, das hat nach. Na, oder? Da braucht man es nicht bessern. Nein, ihr braucht es nicht. Da braucht man es nicht bessern. Nein. Na, kenne ich wen vom 17. Jahrhundert. Das ja. Ja, oh ja, die Uli, die hat gesagt. 1812. Ja, genau. So, Alex, nochmal zu dir ganz kurz. Ich habe vorher gesagt, du bist ja zurzeit in Österreich unterwegs und spielst Vorpremieren zu deinem neuen Programm. Am 10. Oktober hast du Premiere. Genau. Lebhaft heißt es, aber der Untertitel gefällt mir ja fast besser. Lebhaft, Untertitel. Rotzpippen forever. Ja. Ich meine, die Rotzpippen, ich habe das Ewigkeiten nicht mehr gehört. Also, wie ich ein Kind war, habe ich es oft gehört. Forever, oder was? Ich habe es nur gehört als Kind eigentlich. Echt? Oder Owe vom Traktor. Sonst aber ich habe jahrelang geglaubt, wir hassen Wiener Städtisch, weil das auf ihren Handtüchel gestanden ist. Schon länger her. Nur, ich meine, Rotzpippen ist eben so quasi Kinder unserer Generation. Ja. Was macht der Rotzpippen 2.0? Also was macht man heute als Rotzpippen? Auch als Erwachsener einfach nur ein Kind sein. Also einfach nicht immer alles überreguliert sehen und nicht alles immer ernst nehmen und einfach einmal, ja, einmal in einen Aufwachraum von einem Spital einen Kalender von 2028 hängen, weißt du? Ja, nein, einfach so. Kleinigkeit. Ehrlich. Ja.
Mein Gott, wie lange war ich weg? Ja. Und? Naja, also, Liebkosungen einfach. Ja. Ich zum Beispiel mal, ich war mit meiner Frau bei einer Vernissage und das hat mich wahnsinnig genervt und da war so ein veganes Buffet und mir haben die Büdel nicht interessiert und ich habe dann alle Leberkassemen umgezahlt und habe ein Schüttel drüber geschrieben, all you cannot eat. Okay. Da sind wir dann sind wir heimgefahren. Sehr schön. Rotzpippen forever. Mehr am 10. Oktober mit Alex Christian in einem Kabarettlokal in Ihrer Nähe. So, das hätten wir jetzt geklärt. Darum besuchen wir auch ein Klärwerk. Ja, merkst du wieder, das Überleitungsniveau nach 13 Jahren ist immer noch allererste Güte. So, und zwar nach Treuenbrietzen im deutschen Bundesland Brandenburg. Zeige ich euch einmal das Klärwerk. Gut. Aha. Und die schaut ganz anders aus als bei uns. Naja, du siehst nicht, was dort jetzt installiert wurde. Ja? Was und ist zwar das? Ein Klärwerk. Nein. Am Wasserlöcher. Total. Darf ich vorstellen, der Treuenbrietzener Aquapark? Das sind mal vernünftige Sparmaßnahmen, weißt du? Kannst du nein, aber auf diesen, nein, es wird keine Wasserrutschen, sondern Lautsprecher installiert. Warum? Die haben keine Beleuchtung in der Nacht und damit niemand reinplumpst, dann gibt es Achtung! Klärbecken, nicht weitergehen. Die ganze noch. Das ist ein Erklärbecken. Da liegen die Leute mit dem Kreuzworträtsel drinnen. Nein, ich glaube, das ist die Lautsprecher sind im Becken montiert. Nein. Das ist die Schwingung. Nein. Nein, du kannst keinen Lautsprecher. Nein, aber ich, das ist eine Neuerklärung. Du weißt das aber nicht mehr. Ja? Er sagt einfach Nein. Ja, das ist schon wieder Nein. Was sagt er Nein? Nicht. Jetzt kommt schon wieder diese... So, dass du motivierst, sagst, ja, Leiner, tu weiter. Ja, nein, Trottel. Ja. Ja, dann halt nicht. Ja, dann halt nicht. Ja. Nein, jetzt kommt schon wieder diese. Du weißt, ich bin nicht so ein Anhänger dieser Waldorf-Ästhetik. Da also so, ja, komm, Günther, lass uns teilhaben an deinem Klärbecken. Nur zuhorchen. Ja, aber das ist dann, kommt auch, warum Erwachsene dann einen Lautsprecher in die Badewanne hauen. Weißt du, bei was gibt es Neues gehört haben beim Leiner? Aber das ist ja dort, da sind ja keine Leute drinnen. Da wird das Wasser geklärt. Ja? Und da, dass das Wasser, da gibt es eine Schwingung, die das Wasser mehr beruhigt. Ja. Genau. Und deswegen mit dem Lautsprecher so, dann halt nicht. Steht man vom Becken und mit dem Lautsprecher. Ja, das du Wasser, wir müssen mal was klären. Liebes Wasser, beruhig dich, bleib sauber, werde sauber. Ja. Sie haben zwar hineingeludelt, aber jetzt bist du wieder sauber. Aber ein Lautsprecher in einem Becken. Ja. Klingt scheiße. Ja, klingt scheiße. Ich glaube, dass die dort Touristenführungen haben, einfach verstehst. Moment, ich muss jetzt mal verstehen. Nein, ganz kurz. Unbedingt. Du hast gesagt, ins Becken hinein. Ja, oder kurz, also oberhalb vom Becken, dass die Schwingungen ins Wasser einsteigen. Das ist aber was anderes. Ja, das habe ich aber eh gemeint. Nein, ich habe das nicht gemeint. Aber ich glaube, dass das irgendein Beruhigung fürs Wasser, dass sie durch die dass sich das Gaxi beruhigt. Ja, runterzieht. Dass das Gaxi sagt, der geschleicht hat, die Musik vor mir überhaupt nicht okay, lieber. Ja, so. Jetzt wird es interessant, leider. Jetzt muss weil es nämlich so ist. Das heißt, hier auf dem Gelände stehen Lautsprecher. Die spielen Mozart. Was spielen die? Mozart, weil wenn es so kacke riecht, dann klingt es wenigstens. Mozart kann nicht spielen, das Wasser, müssen es Bach spielen. Ne? Das Bach, ja. Ja, klar. Oder Haydn. Wassermusik. Nein, Der Christian hat das lustig. Das der Rudle hat es richtig. Wahnsinn. Also und der Günther kriegt jetzt, weil du hast das Ganze jetzt auf Tapet gebracht. So, du hast das und Ganze. Und was spielen Sie? Die kleine Kackmusik? Ehrlich? So was mag ich, so was gefällt mir. Kleine Kackmusik. Ja, aber nein. Ist sehr schwierig. Also, das Problem ist, dass die Antworten aus meiner Sicht, und ich glaube aus der Sicht vieler Menschen, das, was wir jetzt hören werden, ist ja völliger Topfen, der Kläranlagenbetreiber, der Herr Anton Stucki heißt er, der ist davon überzeugt, dass die Mikroorganismen die Abwässer reinigen,
also die, dass die aktiver und leistungsstärker werden, wenn sie bei der Arbeit klassische Musik hören. Und du hast vollkommen recht gehabt, Gerold. Er spielt tatsächlich Mozart. So, die Klärung des Wassers ging schneller, meint er. Es wird dadurch Energie gespart und es falle auch weniger Klärschlamm an. Ist aber, glaube ich, nur eine persönliche Meinung. Gabriele Hirsch aus Breitenfurt bekommt eine europäische Botschaft. Danke vielmals. So, da. Aber prinzipiell, siehst du, hat man eigentlich aus diesem Nein und aus unserem darauf entstehenden Diskurs haben wir die richtige Antwort. Haben wir einen wissenschaftlichen Diskurs gemacht. Das Nein war super, so. Das musst du immer machen. Jetzt. Pflanzen wachsen auch besser, wenn du Mozart spielst. Ist echt kein Schmäh. Ja, ist echt kein Schmäh, weiß ich. Ja, sicher. Und Kühe geben mehr Milch, damit man rauchen kann. Und ich. Wir kommen zum Ding der Woche. Der Mond scheint auch heller. Achtung, wir kommen zum Ding der Woche. Wir kommen zum Ding der Woche. Bist du bereit? Das muss da anziehen, Günther. Okay. Das Ding der Woche. So. Das ziehst du so. Ich glaube, das passt mir nicht. Oh ja, probier's. Pass auf, meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen kurz, wie ihr Insight, wozu das Ding der Woche dient. So, oder? Und jetzt. Ja, genau. So. Schaut aus wie ein Badeanzug für einen Oktopus. Ein Burkino. Für einen Oktopus. So, ich werde das jetzt einmal. Anziehen. Nein, das ist ja. Nicht anziehen. Aber Entschuldigung, das ist ja. Und zwei Brüste hat es auch. Also so. Ja. So. Und da unten tust du dann den. Die zwei Finger habe ich gemeint. Nein, aber das ist also ein Badeanzug für. Also wie ein paar Dinge. Kein Badehosen, wobei das. Nein, 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 Haxen hat. Das ist ein Badeanzug. Der steigt in den Haxen und dann oben Bikini. Die, also die. Sag ich mal, die Hoden sind ein bisschen weit oben. Ja. Die Hoden sind, ja. Weil so einen langen habe ich, also das geht sich nicht aus. Ja, das ist. Ist das klar, oder? Das ist klar, ja. Oh, oh, oh. Nein, aber ihr seid. Ich glaube, es ist eine hodenlose Frechheit. Eine hodenlose. Das ist so packbar. Technical Bags, irgendwas zum Anziehen. Ich glaube, es ist was zum Anziehen. Mhm. Aber was steht drauf? Ja. Nicht du anziehen. Kannst Englisch, ich kann schon Englisch. Technical Bugs. Na, du kannst auch nicht Englisch. Nicht gut. Technical Bugs. Nicht gut. So. Gibst du das frei? Ja. Pass auf. Gibst du das frei? Ich glaube nicht, dass er es heiraten wollte. Was gibst also, du deine Spielzeugautos ja, weg? Genau, die ja. Aber du musst nicht wegnehmen. Pass auf. Ja. Ich glaube, dass das neue Speibsackerl auf Fluglinien sind. Und zwar, du hängst da, wenn es wirklich turbulent wird, ja, hängst da das ins rechte Ohr, ins linke Ohr, kannst aber durchaus noch dein Mahl genießen, weil du, ja. Wenn du die Backen voll hast mit den, weiß ich nicht, Marillenknädel oder Zwetschgenknädel, was es halt gibt auf der ja. Fluglinie, da kannst du trotz vollem Mund essen, das heißt, hier drinnen wird gekaut. Wenn der Gach schlecht werden sollte, das heißt, du musst brechen, ja. Ja. Jo, dann speibst unten da rein, du hast hier ein kleines Reservoir. Hier wird das aufgefangen. Es ist quasi eine Brechrutsche. Das rutscht da oben. Ja. Und wenn es den. Na, wann, ja, sicher. Und wenn es den Gestank nicht mehr da zahlst, ja, dann läutest du nach der Flugbegleiterin. Ding, ja. Dong. Dann kommt die, nimmt da das oben okay. Und entsorgt es. Aber wenn du jetzt eine österreichische ja. Fluglinie fliegen würdest, ja. Eine bestimmte österreichische Fluglinie, und der Chef dieser Fluglinie würde so quasi die Instruktion am Anfang für das Speibsackerl machen. Wie würde ja. Das klingen? Das wäre einfach. Wo hängt er sich die Hängel hin? Ja. Das ist, darf ich nicht, das tut mir leid, das darf ich nicht, das ist so politisch unkorrekt, ja. Das darf ich nicht belohnen. Ja, nein, nein, bitte nicht. Nein, das, das ist das, Venedig. Aber das war gut. Das ist super. Das ist Venedig. Nein. Schaut aus wie Venedig-Karneval. Nein, Gerold, ich hab das jetzt erklärt. Fertig? Er glaubt's mir nicht. Naja, sicher. Ist das auch schon wie der Ferdinand, der mir so wahnsinnig am Hammer geht? Wahnsinn. Ferdinand-artig, ja. Ich glaube, dass der mit Anonymer auf den Zug geht. Wirklich. Skikon. Technical Bags. Also, es ist irgendeine, es ist schon eine Tasche. Ja. Vielleicht kann man. Mir hat jetzt so mit dem da, erinnert es mich irgendwie an.
weiß ich nicht, ein Sattel. Mhm. Als würdest du das auf einen Sattel da, wenn du schon sagst, mhm. Gibst du das Glasl weg, bitte? Das, ne, wozu? Ja, damit es ist ein schwarzer Fetzen, was wolltest du denn sagen? Ich weiß ja selber nicht, wie er gehört. Ich nudel jetzt einen schwarzen Fetzen umeinander. Proviantsackel und unten das kannst du ein kurzes Salzstangerl reingeben. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Ist aber sinnvoll, oder? Ja, es ist sehr sinnvoll und der Einzige, woweit ich euch kenne, der es wirklich verwenden könnte. Jetzt bin ich neugierig. Mit wem warst du am Klo? Bist du? Bin ich. Aber ich kann es, ich verwende es nicht, weil ich habe eine andere Lösung. Ich weiß es. Ein Haarnetz. Ich weiß es. Fürs Rad. Ein Haarnetz. Das ist ein Haarnetz. Es ist fürs Fahrrad. Es ist für den Sattel vom Fahrrad. Ja. Klar. Was? Und? Und die Griffe vorn. Dürfen wir gemeinsam schauen. Ja. Du hast ein Rad. Das müsste ja für den Henkel sein. Für den Henkel, ja. Vom Henkel vom Fahrrad. Neulich im Fahrradshop. Ich hätte gerne ein Fahrrad mit Henkel. Ich brauche einen Henkel für mein Fahrrad. Ja. Kaufen Sie einen Kochtopf. Ja. Der Fahrradmechaniker bei meinem Fahrrad, musste ich diese zwei Henkeln vorne drauf. Lenker heißt es, nicht Lenker. Würdest du mir mal einen Lenker spielen? Einfach nur so. Schau, spiel dann kann man Henkel so und dann kann man das über den Lenker so drüber gehen. Ja, dann heut es einmal. Mhm. Okay. Aber warum sollte ich das tun? Ja, weil eben, da kannst Essen reingeben, da kannst du die Wasserflasche reingeben und kannst schnell... Nein, auch nicht. Da gibt es eine extra Halterung, die du da aufs Rad montierst. Das schaut ein bisschen aus wie fürs Motor. One size, made in China. Ja. Mhm. Ah, das ist für 8 Schätze. Ja, die nimmst du mit zum Fahrradfahren. Ja. Das ist fürs Fahrrad. Aber eigentlich schaut das aus ein komischer Sattel. Ja. Ein Radlständer, wenn du keinen Radlständer hast. Damit, das ist ein Radlständer. Dann bindest du das am Baum, oder was? Was? Dann bindest du es damit am Baum. Ja, genau. Das ist ein Radlständer. Da hängst du das Radl um an die Stromleitung. Das ist ein Masken fürs Radl, Lukas. Weißt, wenn man das Radl als Fluchtfahrzeug nach einem Bank überfällt, dass das Radl keiner kennt noch. Aber der Tier das nicht als Radl erkennt. Das hängt oben an die Oberleitung. Ja. Da gibst du deinen Wohnungsschlüssel ein und die Adresse. Den Autoschlüssel gibst du rein. Und das Kennzeichen. Und dein Ausweis. Nein, die Knie, da geht man da mit den Knie rein? Nein. Nein. Da kann man mit den Knie rein. Tja, das Geheimnis ist ganz einfach. Warum brauche ich es nicht? Weil ich so viel mit meinem Fahrrad unterwegs bin. Ich habe einen Fahrradträger, der hinten drauf montiert ist auf einer... Was? Beim Auto. Nein, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Nicht, wenn du hinten einen Fahrradträger hast, sondern einen Dachträger. Und wenn du auf den Dachträger das Rad drauf tust, ist das irrsinnig unangenehm, weil du natürlich stundenlang, du hast den ganzen Fliegendreck drauf. Wenn es regnet, dann kommen dann irgendwelche, du sollst auch nicht mit dem Hochdruckreiniger das Fahrrad reinigen. Und dann kannst du es vorne einfach schützen. Ist das geil. Weißt du, aber nicht, du sitzt dann da oben drauf? Nein! Ja. Er bestellt immer Taxis mit einem Dachträger. Der kommt dann, der sitzt da oben drauf und braucht kein Vorderrad und der Taxler fährt unten. Genau, jetzt weißt du, wie ich ja jährlich auf meine Kilometer komme. Ne? So fahre ich Fahrrad. Nein, es ist einfach Transportschutz für Fahrräder, für Dachträger. Das ist kein Insekten vorne drauf klatschen. Ja. Bitte? Kein Insekten vorne drauf klatschen. Ja, aber das ist ja das Coole beim Radl. Kannst du sagen, wie schnell gefahren bin. Und davor wurde Ja, sehr sinnvoll. Schützt Gabel, Lenker und die darauf montierten Armaturen vor Verschmutzung und Beschädigung. So einfach ist es. Nina Herrmann aus Wien bekommt einen 300 € Bürogutschein. Danke vielmals. Was gibt es Neues im Kino? Thomas Stipschitz in seiner ersten Filmhauptrolle im österreichischen Kinofilm Baumschlager. Da, so heißt diese Satire. Er spielt einen etwas tollpatschigen österreichischen UNO-Offizier. Das Ganze spielt in Israel. Er gerät zwischen die Fronten und mehrere Frauen. Und Regie führt der gute, altbewährte Harald Sicheritz. Und den haben wir gebeten, aus diesem Anlass uns heute die Promi-Frage zu stellen. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Es ist immer sehr schwierig, Drehgenehmigungen für die Plätze zu bekommen, an denen man gerne arbeiten möchte. Einen Ort musste ich jetzt definitiv von meiner Liste streichen. Liegt nicht im Gazastreifen, nein, sondern es handelt sich um den Schweizer Gebirgsort Bergün.
Dort hat man kürzlich ein generelles Fotografierverbot erlassen. Stellt sich die Frage, mit welcher Begründung wurde dieses Fotografierverbot verhängt? Okay, es geht um ein Fotografieverbot von Bergün und ich glaube, die Partie könnte gleich zu Ende gespielt sein. Lukas Resetaritz hat mit einem nonchalanten Achselzucken. Ich glaube, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Achtung, wir blicken gespannt auf Lukas Resetaritz. Da ist eine Felswand, wo so Springer und Wingsuit-Flieger und Paragleiter dauernd runterspringen und oft verunglücken. Und das will man nicht dauernd fotografieren, das will die Attraktivität weggehen. Daher hat man verboten, dass dort fotografiert wird. Das sollen sterben und einfach. Ja, genau. Unbeachtet. Ja, nein, das ist halt war nicht. Aber keine hübsche Geschichte. Man hat gesagt, es ist auch eine komplett blöde Geschichte. Wo kommst du denn auf sowas? Stimmt's gar nicht? Wenn man der Ort so bekannt vorkommen ist. Ja. Ja, das stimmt gar nicht. Na, oder? Sicher stimmt's nicht. Hallo? Gott sei Dank. Der tut immer so auf das Wissen oder was? Ich bin ja voll Trottel. Hat sich der George Clooney ein Haus gekauft? In Bergün? Nein, ja. Der ist doch irgendwo so am. Unten, glaube ich, gell? Ja, da ist überall. Damersdorf, glaube ich. Da war heimlich. In Geras. Ja, ich glaube, das haben sie gemacht, dass das nicht nachbauen in China. Bei Hallstatt haben es nachgebaut, die Chinesen. Nein, das ist vollkommen recht. Und die Bergüner haben gesagt, uns baut es. Alles haben es nachgebaut. Las Vegas haben es nachgebaut. Las Vegas haben es nachgebaut. Ja. Aber vor allem Hallstatt, er hat vollkommen recht. Er hat vollkommen recht. Dass Bergün nicht nachbauen können, deswegen? Nein, das ist eine schöne Geschichte. Aber er hat das recht. Aber Bergün ist irgendwie ein eigener Name. Hört sich mit Namensnamen, mit Ort, dass der Bergün heißt. Das heißt, übersetzt nicht fotografierbar. Bergün. Ja. Nein, aber Bergün, dass die Leute nicht immer jedes Mal hinten noch das lustige T hinmachen oder für Bergün. Ja, genau. Ich wollte sagen, dort hat der Ibsen Urlaub gemacht. Und ja, da ist ihm das eingefallen. Na, vielleicht haben die gesagt, wir machen jetzt mal eine handyfreie Zone. Es gibt keine Handys. Mit Fotoapparat kann man Fotoapparate. Das mit dem Handy ist erst der Knochenkumpel. Ja, aber mal mit einer Canon ein Selfie. Das geht. Ja, aber also ich schaff's nicht, weil ich nicht wirklich habe. Das ist eine lange Tele. Niemand schicken, weil es kein Telefon ist. Bergün ist der Ort der Erfinder. Alle Schweizer Erfinder sitzen dort und haben gesagt, niemand fotografiert meine Sachen. Okay. Vielleicht ist auch dort sauber. Ist sauber, ist ein Schweizer? Alter, in der Schweiz ist alles sauber. Nein. Sauber ist... Den Formel-1-Stall aus der Schweiz. Peter Sauber, da erinnerst du dich. Ja, Brüller. Aber niemand fotografieren oder gibt es eine Ausnahme? Niemand. Nein, es darf dort niemand fotografieren. Weil die haben dort die haben einen Brunnen... Die haben dort einen Brunnen oder ein Denkmal, das aus einer bestimmten Perspektive einfach hundsordinär ausschaut. Mm. Und auf das sind sie vorher natürlich nicht draufgekommen, weil jeder hat es von vorn gesehen und hat gesagt, naja, so schaut das aus. Und wenn du das aber von hinten fotografierst oder so mit dem Kirchturm dazu, dann Und dann haben die gesagt, so aus, dann fotografiert gar keiner mehr, sonst haben wir nur mehr solche Bilder. Aber dann könnte man ja ein Fotografieverbot rund um dieses Denkmal irgendwie schaffen. Aber das Fotografieverbot gilt für ganz Bergün. Das heißt, da kann man mit dem Auto so schnell durchfahren, wie man will, man wird nicht blitzt, ne? Und ich glaube, es ist ein schöner Abschluss für diese Raterunde. Und jetzt fragen wir Harald Sicheritz, warum man in Bergün nicht fotografieren darf. Ja, in Bergün herrscht ein herzliches Fotografierverbot. Wer dagegen verstößt und von der Dorfpolizei erwischt wird, muss tatsächlich ein Bußgeld von 5 Franken bezahlen. In Wahrheit ist es ein gelungener Gag der Fremdenverkehrswerbung. In einer Aussendung der Gemeinde heißt es dazu, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass schöne Ferienfotos in sozialen Netzwerken all jene Betrachter unglücklich machen, die gerade nicht am abgebildeten Ort sein können. Und Bergün sei eben so wundervoll, so idyllisch, so pittoresk, dass man den Menschen dieses Leid ersparen wolle. Die Kampagne scheint zu funktionieren. Immerhin wird mittlerweile ja sogar in Was gibt es Neues darüber berichtet. Dankeschön, Harald Sicheritz, und viel Erfolg für den aktuellen Film. So, danke an mein Rateteam, an Sie hier im Saal und bei Ihnen zu Hause. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen am nächsten Freitag bei Was gibt es Neues? Schönes Wochenende.